Runde 3. Wieder ein gewonnener Würfelwurf. Was bin ich? Lucky. Und eine Hand, die okay ist. Je nach Matchup sogar überdurchschnittlich gut. Mal schauen, ob wir auch das richtige Matchup treffen. Schwarz. Könnte Aggro sein. Hoffen wir mal. Und legen uns mal eine Ramme raus. Schwarz nickt das. Ist das Grün-Schwarz Devotion oder ein schwarzes Devotion Deck? Ich weiß ja nicht. Frage ist hier, Upkeep Magma chatten. Ja, ich glaube, das machen wir hier. Einfach, weil hier so ein Tempel on the top zu legen schon super stark ist. Ist immer noch eine spezielle Eröffnung. Ja. Enger muss runter, glaube ich. Gegen Devotion Deck habe ich genügend Removal. Und ich brauche zusätzliche Länder. Ach, das will ich nicht. Weil ich möchte ja zeitnah. Ja, das grün-schwarze Devotion Deck. Ich möchte ja zeitnah auch das Dick spielen können. Sehr gut. Ach, den Strike brauche ich nicht. Frage ist, ob ich hier das zweite Ram spielen möchte. Ich glaube, nee, ich glaube, das muss ich noch nicht tun. Es kann gut sein, dass ich irgendwann in der Zwischenzeit, wenn er jetzt eine Kayatida hat und dann den ganzen anderen Quatsch schlägt und irgendwann mal einen Zorn spielen muss und dann habe ich eine Ram gerne noch auf der Hand. Mystic. Okay, der gelingt. Ich frage mich, was das für ein Deck ist, ob das CD Unwritten Deck ist mit Hornet Queen und so. Wahrscheinlich, ja, müsste es fast. Ja, da haben wir das End Hostilities, von welchem ich gesprochen habe. Eidolon. Ah, okay, klar. Das ist einfach das. Es ist nicht irgendwie ein komisches Deck, das ich nicht kenne, sondern es ist einfach Constellation. Aber das Nykthos hat mich echt verunsichert. Ja, das Eidolon, das muss ich hier halt so ein bisschen mühsam handeln. Banishing Lights sind sonst schon wichtig zu keepen. Vor allem dann im Late Game gegen die Whip oder die Farika. Aber ich glaube, dass wir mit dem Dick to Time schon irgendwie noch was finden werden. Ja, und jetzt? Jetzt legt er so ein bisschen alles auf den Tisch. Das ist gut für das Hostilities. Wenn wir dann irgendwann auch mal das fünfte Land finden würden. Aber ich glaube nicht, dass ich hier das Light spielen muss. Ja, ich wüsste nicht, worauf das gehen müsste. Jetzt wird es wahrscheinlich so ein bisschen ruckzuck gehen mit der ganzen Devotion, die er hier am Start hat und mit dem Mill 5-Ding. Aber das Land muss er doch zuerst noch spielen, oder? Ach so, okay. So. Ja, solange er kein Eidolon auf Blossoms hat.
ist das Ganze nicht so schlimm, wenn ich dann irgendwann mal die RAM finde. Die RAM, den Zahn. Landwirtzahn, okay, die Whip. War schon auch cool, aber ich glaube, jetzt ist das Light wichtiger. Einfach weil Postzorn dann das Light spielen müssen, hat er schon die Möglichkeit, um sich wieder an irgendwas anzuholen. Ja, irgendwann muss das fünfte Mana doch schon kommen, sonst muss ich dann die zweite RAM dann doch noch spielen. Werde ich wahrscheinlich im nächsten Zug ohnehin machen müssen. Ja. Was hält er jetzt auf der Hand? Das Commune hat er auf der Hand. Er hat den Giant auf der Hand. Kenne ich sonst noch eine Karte? Das Cut jetzt. Cut Giant. Ja, und das fünf Karten anschauen. Okay. Da kommt das Commune. Holt sich die nächste Map. Die aber noch nicht spielt. Die Post-Combat spielt? Nee, okay. Ja. Spiel sieht jetzt doch schon gut aus, jetzt wo ich es geschafft habe, mich da an das Land zu ziehen. Auch wenn 7 Leben schon nicht mehr die Welt ist, aber ich habe noch 2 Sweeper und die gute Else. Und der hat zum Glück nichts Relevantes zum Whippen. Ich glaube, hier spiele ich einfach die Elsbeth. Ich weiß zwar, dass er den Riesen noch auf der Hand hat, aber mit dem Riesen kann er Riesen spielen, Corsa ausgraben und die Else ein bisschen hauen, aber da gibt es sicher Schlimmeres. Das Card hat er auch noch, aber der ist nicht so wahnsinnig gut gegen uns. Ja.
würde hier irgendwie auch schon gerne den Giant hier abstellen. Er hat noch eine zweite Wippe auf der Hand. Mal den. Vielleicht finde ich ein Schaf. Ein Schaf wäre jetzt ganz gut. Wow, das ist ja mal ein Dick. Okay. Na, was will man machen? Ich glaube, in dem Fall kann ich einfach auch die Elspeth aufladen und den Giant leiten. Ja. Mal schauen, was der Tempel so bringt. Nein, keine Länder mehr. Ja, da er eh noch eine zweite WIP hat, glaube ich, das mache ich so. Auch wenn es so ein bisschen ein Verschleiß ist von den Lights, die eigentlich ganz wichtig sind. Ich glaube trotzdem, dass man hier das so spielen muss. Ah, vielleicht war das schlecht, er hat hier den Removal. Das war vielleicht wirklich Verschwendung. Aber dafür ist jetzt die Elspeth hoch genug, dass er die nicht einfach töten kann. Was ich auch ein bisschen schauen muss, ist auf meine Life-Totals. Weil wenn er jetzt Doomwake-Giant macht, angreift, kann er mich auf 1 schlagen. Und sobald er dann irgendwie eine fliegende Hornet Queen oder so erwischt. Gut, wobei dann ultimatet die Elspeth auch bald. Ja, aber dennoch, das Spiel ist ein bisschen komisch verlaufen irgendwie. Auch dass ich jetzt hier andere Sachen als die Whip eigentlich anzielen musste mit den Banishing Lights. Er hat noch drei Karten. Eine davon ist die Whip. Und zwei davon kennen wir nicht. Da wäre dann die Hornet Queen. Noch mehr Land. Das soll. Schauen wir uns mal durch. Wir können jetzt die Elspeth auf 7 bringen. Ja, ich glaube, das ist soll halten wir. Weil ich glaube, mit der Elspeth auf 7 ist er gezwungen, nachher mit der Hornet Queen oder mit dem Doomwake Giant die Elspeth anzugreifen. Ansonsten kann ich die Elspeth ultimaten und eine neue legen. Hat es jetzt gerade verpasst, Farm Combat zu machen oder was ist da passiert? Wahrscheinlich. Wenn es tatsächlich so wäre, dann könnte das Game gewesen sein. Wäre eine komische Variante, ein Spiel zu gewinnen, aber ich bin nicht abgeneigt, so ein Spiel mir schenken zu lassen. Schöne auch, wie er schon 2 Minuten unter meiner Zeit ist.
Das kann möglicherweise helfen in dem Matchup. Ist nicht ganz so relevant für meine Worlds-Vorbereitung, weil es da ja noch nicht die Schnuckenschachuhren gibt, aber. Ja, das bedeutet Elspeth Ultimate für uns. Weil jetzt kriegt er sie nicht mehr runter. Und dass wir jetzt einen Counter haben, bedeutet, ja, dass wirklich nicht mehr viel passieren kann. Angriff mit zweimal Forst. Ja, mit zwei. Jetzt ein Cut. Ja. Damit können wir leben. Noch ein Cut. Auch damit können wir leben. Sind halt wirklich gar nicht gut gegen uns. Außer gegen den random Archangel, den wir haben. Ja, wir müssen Königin on top. Die will er nicht. Schaffen wir es auf ein zweites Ultimate? Das wäre ja mal witzig. So. Dann könnte ich nämlich wieder das Enger spielen, ohne dass meinen Kumpanen etwas passiert. Ich frage mich jetzt, ob ich das Commune countern muss. Ich glaube schon, dass ich das mache. Doch weil ich nicht will, dass er irgendwie via Soul oder was weiß ich wieder ins Spiel kommt. Genügend Mana für Dig und Counter, daher spiele ich eben Strike nicht End of Turn.
Das würde bedeuten, dass meine Tiere sterben, wenn er hier noch aktiviert. Und das würde hingegen auch wieder bedeuten, dass ich sterben werde. Weil dann könnte er mich für 6 angreifen. Das heißt, hier muss ich irgendwas finden. Ja, krass, wenn ich das noch verlieren würde. Aber ja, sieht so aus. Ich meine, jetzt kann er einfach irgendein Tier holen und mich für 6 angreifen. Ich meine, die Chance besteht immer, dass er irgendwie noch auf dem Schlauch steht und das Gefühl hat, er muss jetzt die Elsbeth attacken, aber eigentlich bin ich hier einfach tot. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das Spiel noch verliere. So. Dann. Was brauchen wir gegen ihn? Sicher sämtliche Counter. Die hier. Was brauchen wir nicht? Die Rammen brauchen wir nicht. Ich glaube auch die Strikes brauchen wir nicht. Die Jets kann man mal im Deck lassen, sind aber eigentlich nicht so wahnsinnig gut. Höchstens gegen die Eidolons. Ne, ich glaube die Jets nehme ich raus. Dass ich das Spiel verloren habe, das war echt krass. Die Hand kann ich keepen. Auf jeden Fall ein spannendes Matchup. So viel ist sicher. Ich schaue, ob ich hier schon an Counter rankomme. Elsbeth. Ja, Elsbeth nehme ich auch. Wieder. Kursam. Kursam, okay. Da hätten wir einen Counter. Ja, Erase ist auch super gegen ihn. Den soll er haben. Dann nehme ich halt im nächsten Zug so ein paar Damage und spiele dann den Zorn. Und dann hoffentlich die Elsbeth im nächsten Zug. Schade, dass er so viele Länder hier trifft. Es wäre schon angenehmer gewesen, wenn er die nachgezogen hätte. Okay. Den darf er auch nachziehen. Da habe ich nicht so ein Problem mit. Ich glaube, das dissolve ich. Ich will nicht, dass er seinen Grave füllt. Noch eine Elsbeth, ne. Reicht. Und ich will so ein bisschen. Ah, okay. Hat trotzdem noch eins gefunden. Und einen Cursor in die Hand.
So, und jetzt mal schauen, ob die Elsbeth reicht, um das Spiel hier mitzunehmen. Ja, ich glaube, den Stroke möchte ich sehr gerne. Ich denke, was ich jetzt machen werde, ist seinen Threat und das Light zu nehmen. Und dann hoffentlich den nächsten Doomwake Giant oder die Whip countern und ja, dann hoffentlich den ganzen Weg gehen. Ich glaube, den einen Cursor lasse ich jetzt mal durch, einfach weil ich mich hier nicht ins Ultimate reinrampen muss. Falls er doch noch ein Removal oder so hat, wäre das sicher angenehmer so. Ich glaube, da spiele ich erstmal dick. Nullify und dick. Ich glaube, nehme ich Nullify, counter die Hornet Queen und habe dann Disdainful Stroke noch für die Whip am Start. Dann habe ich nämlich gleich noch genügend Mana. Karyatide, klar. Kann ich das Thoughtseize countern und weiter dingen. Brauchen wir nicht, aber mehr Tokens, das brauchen wir. Noch ein Thoughtseize oben. Spiele ich da das Deck? Ich glaube schon. Hier noch ein Dissolve und
Ingenuity. So, und dann resolve das mal. Jetzt stirbt er doch einfach am Emblem. Ich meine, wenn er Beilbleit gehabt hätte, hätte er das gespielt. Bam, für 30. Okay, ändert's was, dass ich on the draw bin? Wahrscheinlich nicht. Ich will eigentlich die gleichen Karten haben. Die Frage ist, ob ich die hier brauche. Nee, ich glaube, an der Play will ich einen Marmo-Chat. Ja, weil er hat ja keine Planeswalker, die man töten müsste. Bei ihm ist einfach die Whip noch problematisch. Die Hand ist okay, auch ein bisschen painlastig, aber irgendwann werde ich mich ja schon in den Tempel ziehen können. Und der Gegner überlegt sich lange, die Hand zu kippen. Bedeutet das Mulligan? Das bedeutet Mulligan. Die 6 hält er aber. Drittes Reef. Das ist natürlich auch bitter. Dass er da kein Land findet. War das Deck wohl ähnlich gestackt wie im letzten Spiel bei uns? Noch ein Wayfinder. Dass ich den countern muss. Okay. Flooded Strand. Ja, Flooded Strand nehme ich. Auch wenn das weitere Damage für mich bedeutet. Aber wenigstens habe ich dann so ein bisschen blaues Fixing. Und bin dem Deck auch schon ein bisschen näher. Was wohl der Gegner hier hält? Hornet Queens? Hornet Queen wäre gut, wenn er das spielen würde in seinem nächsten Zug. Dann könnte ich endlich mal das End Hostilities sinnvoll spielen und hätte dann Counter Mana offen. Ja, spiel sie! Er will nicht. Er will nicht. Ja gut, ich kann ja auch noch ein bisschen warten.
bisschen mehr Damage kann ich ja schon noch nehmen. Obwohl wir vom letzten Spiel noch wissen, dass man, oder vorletzten Spiel, dass man nicht allzu tief gehen möchte. Ja, komm. Komm, Junge. Ja, komm. Komm, Junge, soll er haben. Vielleicht vergrößert das die Chance ein wenig, dass er noch was dockt. Eidolon of Blossoms. Soll er haben. Ja. Dann gehen wir hier halt auf 5 runter. Eigentlich hätte ich das eine Fetchland nicht spielen müssen. Aber na gut. Nehmen wir jetzt Anger und noch ein weiteres Deck. Und spielen danach das Anger. Und das Monastery. So, und jetzt die große Schlacht. Corsa. Countermeer. Corsa. Lass mir resolven diesmal. Spielen wir halt dann das nächste Hostilities. Ich glaube, den Pain hier will ich nicht nehmen, um das Ding noch zu spielen. Ich hoffe einfach, dass er keine schwarze Soul findet. Das wäre ein bisschen unangenehm. Ja, der gelingt. Ja, auch die gelingt. Das war's schon. Dann Dick. So ein Anger oder so wäre nochmals ganz gut. Flooded Strength brauche ich nicht zu spielen. Noch der Spell. Ah, ne. Die darf resolven. Für etwas haben wir das Banishing Light. Und auch die Kayatid kann resolven. Okay.
Und jetzt sind wir doch in einem Spot, wo wir das Spiel nicht mehr verlieren sollten. Mit den zwei Countern, die wir noch haben, und der Elsbeth. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass uns die Zeit nicht davonrennt. 5 Minuten haben wir noch. Split. So, und im nächsten Zug sind wir dann ziemlich lethal.